Mein Name ist Geraldine Ruckstuhl, ich bin professionelle Siebenkämpferin und jetzt gibt es Inside Zen. Luzern ist meine Heimat. Hier bin ich in die Schule gegangen, bin ich aufgewachsen und es gefällt mir einfach, weil es der schönste Platz der Schweiz ist. Beides. Ich liebe den See, wenn ich ab und zu nach dem Training schnell rein kann, um mich ein bisschen zu erfrischen. Aber ich gehe gerne auf den Berg, auf den Pilatus, ein bisschen, um die Aussicht zu genießen. Das ist eindeutig der Pilatus, weil dort oben die Aussicht, wenn es schöne Aussicht hat und in Nebelung ist, perfekt ist. Ich gehe gerne Brötchen, aber ich gehe sehr gerne ins Restaurant essen. Für mich ist es sehr schön, essen zu gehen. Ich schätze das sehr und ich tue sehr viel gerne austesten, Region Luzern, Umgebung. Und auf dem Bürgerstock bin ich auch gerne, aber auch in der Stadt Luzern tue ich viele Restaurants austesten. Ich bin eindeutig zum Morgenmensch, weil wenn ich brunchen kann oder zum Mörgeln, das ist für mich das Beste vom Tag. In der Region Luzern gehe ich am liebsten in die Stadt, wenn ich wirklich die Zeit habe, weil dort hat man alles. Es ist herzig mit dem Altstädtchen, Neustadt, es ist wirklich schön. Und dort kann man auch ein bisschen runterfahren und wirklich die Atmosphäre genießen. Luzern hat sehr viele schöne Plätze, schöne Hotels, aber Bürgerstock dort oben würde ich eigentlich gerne schlafen, weil dort hast du so eine schöne Aussicht über unsere Region und dort könnte man sicher sehr schön träumen. Das ist sehr unterschiedlich. Ab und zu sind es 2, 3, manchmal schon nur jemand. Aber die meisten sind auch vom Nationalkader, wo wir wirklich zusammen trainieren. Ich kann jetzt nicht etwas Spezifisches sagen, aber es hat sicher schon ein paar Stars oder etc. gegeben, die ich gesehen habe. Oder ein paar Kolleginnen, die ich schon ewig lang nicht mehr gesehen habe. Nachher dann plötzlich, wenn man eben durch die Altstadt läuft, antrifft. Ja, eine sehr spezielle Erinnerung an Luzern. Die beste Erinnerung an Luzern ist sicher Spitzenleichtathletik, das Meeting, weil das ist so der erste internationale Einsatz gesehen für mich als junge Athletin. Ich durfte hier an den Start gehen mit den Weltbesten der Welt. Ja. Das war eine grosse Ehre für mich gesehen und das ist wirklich die Erinnerung, die wahrscheinlich wahrscheinlich lebenlang wird sein. Und wenn ihr über die anderen Athleten von der Same Group etwas erfahren wollt, dann folgt doch Same Group folgen.